Crown of Ash, wollen wir halt mal auspacken. König der Nekromanten vom Korax Verlag. Und wir schauen mal hinten drauf. Wo haben wir denn? 14 Jahre, 1 bis 4 Spieler, 6 bis 120 Minuten. Also das sind ordentlich was zu tun. Und geeignet für Farbfehlsichtige, also für mich. 95% sprachneutrales Material. Schauen wir mal rein. Müsste also relativ wenig Text drinstehen. Wir haben hier die Verpackung. Sieht auch richtig stylisch aus. Hier, das sind so teilweise glänzende Sachen und es hat auf jeden Fall hier vorne nochmal eine richtig geile Haptik. Ja, also was kann das Spiel in Bezug auf das Material? Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben Tipptüten. Eine Anleitung. Die müsste jetzt ja, ja ein bisschen textlastig sein, weil das Material soll ja 95% sprachneutral sein. Dann haben wir hier Tableaus. Ne, das ist Material zum Auspöppeln. Das schaut alles gleich aus. Blatt 2. Punchboard. Dann haben wir hier, was ist das? Spielfeld. Großes Spielfeld. Ja, ein großes viermal gefaltetes Spielfeld. Schauen wir mal rein. Oder schauen wir mal drauf, besser gesagt. Die CD. So, also Vorderseite. Rückseite sieht ein bisschen anders aus. Der Vulkan und hinten ist auch ein Vulkan und Berge, also beidseitig bedruckt. Dann können wir das auch wieder einpacken. So. Was haben wir noch? Hier ist ein Tableau. Das sieht irgendwie aus, als wenn man hier dann die Karten anlegen muss. So rum ist es. So rum ist es aber richtig. Rundenende. Übersichtskarten. Also hier hat man quasi für jeden so eine Karte. Das Ganze ist viermal da. Na, gucken wir uns erstmal das an, bevor wir auf die Miniatur kommen. Jetzt sehe ich hier so ein Tableau. Das sieht auf jeden Fall mehr schichtig aus. Das ist auch mehr als eins. Da schauen wir einfach mal rein. Ich rupse mal auseinander. Jetzt habe ich hier Fortis, Visio und Mors und Nox. Und wenn wir uns mal eins genauer anschauen, da seht ihr, das sind so zwei Papplagen übereinander, sodass dann die Spielstände, die man wahrscheinlich hier auspöppelt, auch hier super drinne sind. Und das ist eine, sieht aus wie eine Zählleiste und die kann man dann so rumgehen, ohne dass die Spielsteine rausfallen. Ein Stapel Karten habe ich hier. Die sind wirklich alle sprachneutral. Bis jetzt sehe ich nur Zahlen drauf und keine Texte. Dann haben wir hier, ja, Spielsteine. Und die sehen hier tatsächlich sehr interessant aus. Ich komme am besten mal kurz rum, damit ich die euch ein bisschen besser in der Kamera zeigen kann. Also, wir haben hier die ja, Spielsteine. Ich packe es am besten mal aus. Hier seht ihr jetzt so ein wahrscheinlich Nekromant, einseitig bedruckt in Holz. Das Ganze gibt es in zwei Farben hier. Dann haben wir hier ein Säckchen mit ja, Totenköpfen und was auch immer das für ein Symbol hier ist oder für eine Figur ist. Aber auch reichlich. Hier haben wir Vasen und was könnten das sein? Kristalle vielleicht. Eine Hand. Eine Hand mit vier Steinen. Und hier haben wir noch mal, auch nochmal so andere Nekromanten in einer anderen Farbe. Und die haben auch andere Stäbe oder so in der Hand. Zwei Würfel, 1 bis 6 Standardwürfel ohne Spezialdruck. Und dann haben wir hier auch noch, und ich komme mal wieder rum, nicht, dass ihr mich jetzt vermisst habt, noch einen Satz mit kleinen Karten. Da steht auch kein Text drauf. Also soweit alles gut. Hier haben wir, wie gesagt, das Crown of Ash. Ich denke, hat eine schöne Ausstattung tatsächlich. Bin gespannt, wie es sich spielt. Viel Spaß dann beim Ausprobieren. Bis dann. Ciao.